Die normale Verlaufsform, das ist etwas, was du schon kennst. Wenn ich sage, ich mache gerade etwas, zum Beispiel, estoy bebiendo. Estoy bebiendo agua. Ich trinke gerade Wasser. Estoy bebiendo agua. Was man gerade tut. Aber es gibt auch besondere Konstruktionen mit dem Gerundio für B1. Und das erkläre ich dir jetzt gleich. Ich bin Carlota Hurtado, Spanisch-Lehrerin. Vamos! Llevar plus Zeitraum plus Gerundio. Hier, das beschreibt eine Handlung, die noch die fortsetzt. Ja? Und das entspricht dem deutschen Zeit. Das heißt, eine Handlung, die noch weitergeht, aber ich sage, wie lange noch bis jetzt weitergeht. Llevar kennst du bestimmt. Ne? Llevar hat viele Bedeutungen. Hier plus Zeitraum plus Gerundio, dann ist was anderes. Schauen wir die Beispiele. Llevo dos años aprendiendo español. Das heißt, ich lerne Spanisch seit 2 Jahren. Also seit 2 Jahren lerne ich Spanisch. Hier ist es möglich auch zu sagen, llevo aprendiendo español 2 años. Okay? Es geht auch so. Lesen wir weiter. Él lleva poco tiempo viviendo en España. Er wohnt seit kurzem in Spanien, würde ich sagen. Ich hoffe, es ist hundertprozentig richtig. Okay? Él lleva poco tiempo. Poco tiempo ist keine lange Zeit, ne? Dass es so ist. Vielleicht geht es weiter. Das weiß man nicht, aber momentan sieht so aus. Él lleva poco tiempo viviendo, gerundio von vivir, en España. Llevamos una hora esperándote. Wir warten eine Stunde auf dich. Das heißt, sie warten schon eine Stunde bis jetzt, ne? Oder haben bis jetzt eine Stunde gewartet. Ne? Genau. Hier sehr interessant, bei dem Gerundio ist ein Pronomen, okay? Ist das Pronomen te, das ist auf dich. Ja? Warum jetzt ein te zusammen mit dem Gerundio und so weiter? Das erkläre ich dir in diesem Video, weil hier ist auch möglich zu sagen, te llevamos una hora esperando. Te llevamos una hora esperando. Das ist hier auch möglich und das ist das Thema, die Ausnahmen für die Pronomen. Und dieses Video, also in den letzten Sekunden von diesem Video, kannst du es rechts oder links von mir sehen. Ich empfehle es dir. Und jetzt, seguir plus gerundio. Seguir. Seguir heißt, wow, eigentlich so vieles. Das kann heißen weiterlaufen, je nachdem. Das ist ein Verb, das verwenden wir für die Wegbeschreibung zum Beispiel. Seguir, weiterlaufen, weiterfahren. Aber nicht nur das, sondern auch etwas weitermachen. Das, was wir hier meinen mit diesem Seguir plus Gerundio, heißt, eine Handlung geht weiter, ist noch nicht zu Ende. Seguir plus Gerundio, das ist so wie immer noch etwas machen. Ja? Das ist das gemeint. Ejemplos, Beispiele.
Seguimos aprendiendo español. Seguimos aprendiendo español. Wir lernen weiter Spanisch oder immer noch, ne? Spanisch. Ella sigue estudiando en la universidad. Sie studiert immer noch, ne, weiterhin an der Uni. Vosotros seguís haciendo deporte. Ihr macht immer noch weiter, ne, Sport. Und jetzt noch die letzte Info, die sehr, sehr wichtig ist. Wir können dieses seguir plus gerundio und llevar plus Zeitraum plus gerundio in allen Zeiten verwenden, okay? Das heißt vielleicht im Indefinido oder im Imperfecto, okay? Das ist sehr, sehr wichtig, nicht nur im Präsens. So, jetzt hast du es verstanden. Jetzt ist es sehr wichtig, dass du das übst und dann verwendest. Gleich im nächsten Spanischkurs hast du die Chance, einen Satz mit dieser Konstruktion, dass du so einen Satz sagst. Es macht nichts. Es wird vielleicht langsam werden. Es kann sein, dass du ein bisschen langsam, aber du wirst sehen, das zweite Mal wird besser. Das dritte Mal noch besser. Aber so lernt man Sprachen, indem man spricht. Sprachen, indem man spricht. Und diese Wiederholung, das ist wirklich sehr, sehr gut beim Lernen. Gut, falls du bei Facebook bist, dann möchte ich dich zu meiner Facebook-Gruppe einladen. Das ist für Leute, die wirklich hungrig sind. Für Leute, die ein klares Ziel haben mit dem Spanisch, für Leute, die ernsthaft lernen möchten und nicht irgendwie, sondern wirklich so gut wie möglich. Es geht nicht darum, perfekt zu werden, sondern so gut wie möglich die Sprache zu können. Für diese Leute ist die Gruppe da. Du findest den Link unten bei der Beschreibung. Und jetzt kannst du, sehen bestimmt andere Videos mit natürlich mit dem Gerundio, und das empfehle ich dir. Muchas gracias y mucho éxito!